Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und in einem meiner letzten Videos, das ich euch hier oben mal verlinken werde, habe ich euch gefragt, ob ihr mal Lust hättet auf ein veganes Video, dass ich euch vielleicht mal eine Woche lang mitnehme und euch irgendwie vegane Rezepte zeige. Und das Video wird auch auf jeden Fall folgen. Allerdings habe ich mir gedacht, dass ich euch auch mal ein paar vegane Snacks zeige. Und darum soll es in diesem Video gehen. Also bevor das Intro noch viel länger wird, würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Also, vorab nochmal zur Info, ich bin nicht Veganerin, ich lebe nicht vegan, ich lebe noch nicht mal zu 100% vegetarisch, aber ich habe mich in der letzten Zeit einfach mal ein bisschen mit dem Thema veganer Ernährung beschäftigt, denn ich denke, wenn man Produkte auch gegen vegane Produkte ersetzen kann und die genauso gut schmecken, warum soll man das nicht versuchen? Denn die Tiere und die Umwelt zu schonen schadet auf jeden Fall nicht. Und das habe ich einfach mal versucht und mich ein bisschen damit beschäftigt. Also an alle Veganer da draußen, falls ich Fehler mache, verzeiht es mir. Denn wie gesagt, ich lebe nicht vegan. Aber ich habe versucht, ein paar coole Snacks für euch rauszusuchen, die vegan sind. Von denen man auf jeden Fall auch nicht gedacht hätte, dass sie unbedingt vegan sind. Und als erstes würde ich mal sagen, starten wir mit einem typischen Produkt, wo jeder weiß, dass es nicht vegan ist. Und zwar mit Weingummi. Und zwar wissen wir ja alle, dass in Weingummi tierische Gelatine vorhanden ist. Aber ich habe hier von Hitschler bunte Drachenzungen gefunden. Saure Fruchtgummis, die 100% Veggie sind. Und hier steht auch drauf, dieses Produkt ist 100% vegan. Ja, das bedeutet, dass hier keine tierische Gelatine drin ist oder andere tierische Produkte. Und Leute, ich liebe saure Fruchtgummis. Und wenn es einfach die hier gibt, ohne tierische Produkte, warum nicht? Und zwar, ja, mag ich die eh total gerne und habe dann festgestellt, also ich habe sie mir auch so gekauft, ohne darauf zu achten, ob sie vegan sind oder nicht. Und dann halt gesehen, dass sie sogar zu 100% vegan sind. Also, die sind echt super lecker und da sind irgendwie drei verschiedene Sorten, Kirsche, Pfirsich, Apfel und Erdbeere drin. Und die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also, wenn ihr unterwegs seid und irgendwie Bock auf Fruchtgummis habt, dann probiert doch die hier mal aus. Auf der Suche nach veganen Snacks bin ich einfach mal in den Laden gegangen und habe einfach mal ein bisschen rumgeschaut. Und da bin ich auf Datteln gekommen. Und zwar habe ich hier welche von Rossmann Ena Bio Soft Datteln, saftig und aromatisch. Datteln sind super, super gesund und schmecken einfach echt, echt gut, muss ich sagen. Die sind natürlich vegan, schon von Natur aus. Das sind einfach pure Datteln, die einfach entsteigt sind. Und die schmecken echt sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und wie gesagt, sie sind echt sehr gesund, haben gute Inhaltsstoffe und sind vegan. Und falls ihr mal irgendwie Lust habt, auch gesund zu leben, weil vegan leben heißt ja nicht gleich gesund leben, wie ihr an diesen Dingern sehen könnt, die sind ja nicht gesund, die sind ja einfach nur vegan. Und Datteln sind, ja, tun euch auch noch gut und schmecken auch noch mega und sind einfach mal was anderes. Und was ihr auch super gut damit machen könnt, ist, das in euer Porridge schneiden und es damit süßen. Also, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Falls ihr Datteln noch nicht kennt, probiert das unbedingt mal. Es mag wirklich nicht jeder, aber ja, also ich kann sie nur empfehlen. Tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, dass ich nicht so der süße Typ bin. Also ich bin natürlich super süß. Ich esse nicht so gerne süße Sachen, also natürlich auch. Ich liebe natürlich auch süße Sachen, aber ich bin eher so der herzhafte Typ. Also ich mag gerne salzige Sachen. Und da habe ich mich mal damit beschäftigt, sind Chips überhaupt vegan? Und nee, sind sie leider nicht. Warum? Und dabei habe ich herausgefunden, dass in Chips eine Vielzahl natürlich an Aromen und Zusatzstoffen drin sind. Und die sind zum Teil aus tierischen Produkten. Viele Aromastoffe sind beispielsweise aus Wild und Kalbslab. Klingt nicht gut, schmeckt aber anscheinend gut, weil sonst wäre es nicht in so vielen Chips drin. Oder Honig, Butterreinfett oder Süßmolkepulver, was ja alles bekanntlich nicht vegan ist. Bei solchen Chips wie Bacon Flavor oder was es da alles gibt, ist natürlich klar, dass es nicht vegan ist. Aber auch viele Chips, die nicht direkt gekennzeichnet sind mit diesen tierischen Produkten, sind oft mit tierischen Produkten und Aromastoffen verfeinert. Deswegen wahrscheinlich, selbst wenn ihr euch mal die Zutaten durchgelesen habt, festgestellt, dass da nie irgendwas mit Wild oder Kalbslab oder irgendwelche komischen Begriffe stehen, die auch eigentlich sehr unappetitlich klingen. Aber tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele Chips mit diesen Geschmacksverstärkern, Zusätzen und Aromastoffen verfeinert sind. Ja.
Leider, leider ist es so, aber ich habe mich natürlich umgeschaut, wie gesagt, und habe eine Alternative gefunden. Und zwar habe ich die Kesselchips Rosmarin und Meersalz von Bio Primo gefunden. Und zwar ist es eine Marke vom Müller. Diese Chips sind vom Müller und haben, wie gesagt, die Geschmacksrichtung Rosmarin und Meersalz. Da gibt es auch noch ganz viele verschiedene andere. Genau, und zwar sind diese zusätzlich auch noch laktose- und glutenfrei, falls euch das interessiert. Und die haben eben nicht diese Geschmacksverstärker. Und wie gesagt, die haben auch noch verschiedene andere Sorten. Also falls ihr nicht so der Rosmarin-Meersalz-Typ seid, schaut da auf jeden Fall noch vorbei. Und ich finde auch die Größe ganz cool für unterwegs, wenn man ja eben nur eine kleine Tasche hat und einen kleinen Rucksack. Und dann kann man das damit reinschmeißen. Und außerdem verleitet es einem auch nicht dazu, mega viele Chips zu essen, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man kann eigentlich nicht so gut stoppen, wenn man so eine ganze Tüte hat. Und da ist diese Größe echt perfekt. Und wie gesagt, also achtet in Zukunft mal darauf, wenn ihr vegan leben wollt oder beziehungsweise es auch mal probieren wollt mit dem Vegan, dass Chips auch nicht immer vegan sind, auch wenn hinten in den Inhaltsstoffen nicht gleich die tierischen Produkte ersichtlich sind. Dann, Leute, habe ich noch neben dieser schlechten Nachricht, dass Chips keine veganen Produkte sind, noch eine sehr, sehr coole Nachricht für euch. Und zwar sind Oreo-Kekse tatsächlich vegan. Wer hätte es gedacht? Also ich habe auch gedacht, wie glaube ich hoffentlich viele von euch auch da draußen, dass Oreo-Kekse die Füllung dazwischen aus Milch ist. Ist sie aber tatsächlich gar nicht. Von den Inhaltsstoffen her sind sie zu 100% tierfrei. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, Oreo-Kekse. Und das Coole ist, ihr könnt mit Mandelmilch oder Reismilch einen super, super guten Shake daraus machen. Das habe ich auch schon ausprobiert. Also ihr könnt einfach eine Packung Oreos nehmen. Da sind ja ungefähr 4 Stück sind hier jetzt drin. Genau, 4 Stück pro Tüte. Und dann packt ihr das in euren Mixer, tut da noch irgendwie 250 Milliliter eurer Milch der Wahl, also eurer Milchalternative, so wie Mandelmilch. Und dann könnt ihr noch ein paar Eiswürfel dazu tun, um das Ganze nochmal frischer zu machen. Und dann schmeckt das echt mega, mega gut. Also ja, eine positive Nachricht, dass Oreos auch vegan sind. Für mich jedenfalls. Dann ist mir aufgefallen, gerade wenn man am Wochenende frühstücken gehen will, was kann man eigentlich noch großartig auf dem Brot essen? Also ich liebe Avocado beispielsweise, das kann man als Veganer natürlich essen, aber wenn es einfach mal um Brotaufstrich geht, also man möchte auch mal Abwechslung haben, habe ich mal geschaut, was gibt es denn da? Und da gibt es im Rossmann und im Müller sogar und im DM wirklich viele, viele Alternativen. Aber diese typischen Sachen mit Curry, also ich liebe Curry, aber diese typischen Brotaufstriche mit Curry, Zucchini und was es alles gibt, gefallen mir nicht so gut. Ich habe aber eine richtig coole Sache gefunden, und zwar ist das von Tartex. Vegetarian Food Lover, Marktgemüse Brotaufstrich Paprika Trio, und das ist auch vegan. Wo habe ich das her? Gute Frage. Ich werde es nochmal herausfinden. Auf jeden Fall finde ich das echt super, super lecker und ist eine sehr, sehr gute Alternative zu diesem Avocado. Und ja, ehrlich gesagt habe ich noch nicht viele Alternativen für mich gefunden, wenn man vegan essen möchte, was denn aufs Brot kann. Und ja, 67% Gemüse ist da sogar drin. Ich würde sogar sagen, das ist auch Bio und würde sagen, dass das auch relativ gesund ist, weil wie gesagt, vegan ist nicht gleich gesund. Das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schmeckt sogar so ein bisschen so, als könnte man da eine coole Soße für Nudeln oder so draus machen. Naja, dafür ist es auf jeden Fall nicht gedacht und es riecht auch mega lecker. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ist auch vegan. Eine Sache, die wir wahrscheinlich schon aus der Kindheit kennen, aber noch nie drüber nachgedacht haben, ob sie jetzt vegan sind oder nicht, weil es uns einfach egal war, sind Reiswaffeln bzw. Maiswaffeln. Und zwar sind die natürlich auch vegan, steht auch wieder drauf. Ich habe hier jetzt Maiswaffeln, weil ich persönlich finde, dass Maiswaffeln mehr Eigengeschmack haben als Reiswaffeln. Also wenn man irgendwie unterwegs ist und was snacken will und auch gleichzeitig nicht so viel Kalorien vielleicht zu sich nehmen will, ich weiß nicht, sind die überhaupt kalorienarm? Auf jeden Fall Maiswaffeln vegan, sehr, sehr gut und schmecken übrigens auch sehr gut zusammen mit dem Marktgemüseaufstrich, den ich euch gerade gezeigt habe. Also das esse ich auch sehr, sehr gerne zusammen, wenn man halt nicht unterwegs ist, sondern in Ruhe essen kann. Dann finde ich das auch super, super lecker. Ganz einfache Geschichte. Wusstet ihr vielleicht eh schon. Aber wollte ich euch noch gezeigt haben, weil es echt eine leckere Sache ist. Vor allem Maiswaffeln. Also falls ihr einmal Reiswaffeln gegessen habt, steigt mal um auf Maiswaffeln. Die schmecken echt sehr, sehr gut. Und tatsächlich habe ich mir heute in der Uni Gedanken gemacht, ist Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, diese ganzen Softgetränke, sind die überhaupt vegan?
Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, habe dann festgestellt, dass tatsächlich die meisten Softgetränke schon vegan sind, aber tatsächlich Cola und Fanta und sowas tatsächlich nicht vegan sind. Woran liegt das? Schaut man auf Cola- oder Pepsi-Flaschen hinten auf die Inhaltsstoffe, wird man keine tierischen Produkte finden oder irgendwelche Hinweise auf Produkte, die von Tieren stammen. Allerdings habe ich mich im Internet mal ein bisschen schlauer gemacht, wie gesagt, und herausgefunden, dass es auch bei Cola und diesen Softgetränken, ähnlich wie bei den Chips, nicht deklarierungspflichtige Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe gibt. Bei Cola ist es beispielsweise Fischgelatine. Also es wurden Spuren von Fischgelatine gefunden. Oft wird bei Softgetränken Gelatine zum Klären der Getränke benutzt, was da genau geklärt wird. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Aber es wird Gelatine dabei eingesetzt, was ja bekanntlich tierisch ist. Außerdem sind neben diesen nicht deklarierten Stoffen auch viele Stoffe nicht als das ersichtlich, was sie sind, beziehungsweise man merkt nicht, dass dort tierische Produkte hinterstecken. Und zwar E904 oder E120. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Und zwar ist E120 Kamin und dahinter steckt ein roter Farbstoff, der aus Scharlachschildläusen gewonnen wird. Ja, auf jeden Fall wird anscheinend auch aus Farbstoffe aus Tieren gewonnen. Und ja, so eben auch bei vielen Softgetränken. Ja, wer hätte es gedacht? Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich ein super Getränk gefunden. Und zwar habe ich das auch schon vorher getrunken und währenddessen festgestellt, dass auch hier ein veganes Deklarierungszeichen drauf ist. Und zwar ist das von Bio, die Bio-Limo, leicht in der Geschmacksrichtung Zitrone, Limette, Minze. Und zwar finde ich dieses Getränk echt super, egal ob man jetzt vegan leben möchte oder nicht. Und zwar schmeckt das super, super gut. Klar, man denkt jetzt so, man kann sich einfach Wasser und eine Limette zusammentun. Ist wahr. Aber wenn man unterwegs ist und sich da mal was holen möchte und ja eben auf vegane Leben achten möchte, dann kann man sich das sehr gut holen. Tatsächlich ist Vio auch ein Produkt der Cola Company. Aber ja. Nur leicht gesüßt, 4,0 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das auch noch. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker und schmeckt natürlich etwas süßer, als wenn man sich selber Wasser mit Limette mischt. Und hier ist ja auch noch ein bisschen Minze drin, also das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr unterwegs seid als vegan Lebender, dann könnt ihr euch das hier auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt auch noch ein paar andere Geschmacksrichtungen, die auch sehr, sehr gut sind, aber das ist so mein persönlicher Liebling. Natürlich gibt es in zahlreichen Supermärkten und Bioläden und auch mittlerweile in Läden wie Müller beispielsweise Schokolade, die extra für Veganer gemacht ist, also extra vegane Schokolade. Allerdings gibt es auch im ganz normalen Standardsortiment von Rittersport Marzipan-Schokolade und auch die ist tatsächlich vegan. Das ist wieder so eine Sache, wo man nicht gedacht hätte, ist sie jetzt vegan oder nicht, denn sie wird nicht als vegan ausgeschrieben und ist eben Rittersport, die ja nicht dafür bekannt sind, dass sie jetzt auf vegane, nicht tierische Produkte achten und herstellen. Doch tatsächlich ist die Rittersport Marzipan, 100% Edelmarzipan, aus Zartbitterschokolade und ist vegan. Also Leute, falls ihr mal irgendwie was snacken wollt und nicht auf Schoki verzichten wollt oder sowieso Marzipan-Liebhaber seid, dann holt euch doch die von Rittersport. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch Nudeln bzw. Spaghettis. Und zwar denken viele da draußen ja häufig, dass Nudeln aus Eiern gemacht werden und deswegen nicht vegan sind. Doch tatsächlich sind die meisten Nudeln ganz normal aus dem herkömmlichen Supermarkt, nur aus Hartweizengrieß. Genau, das ist tatsächlich nur Hartweizengrieß als Zutat angegeben, nichts anderes. Und ja, Nudeln sind tatsächlich nicht aus Ei. Klar gibt es auch Eiernudeln, die aber auch so heißen. Schaut auf jeden Fall mal immer drauf, sicherheitshalber, aber die meisten herkömmlichen Nudeln aus dem Supermarkt sind tatsächlich vegan. Also an alle Nudel- und Spaghetti-Liebhaber, so wie ich, die könnt ihr einfach getrost weiter essen, ohne euch Gedanken zu machen. Und das waren alle veganen Produkte und Snacks, die ich bei meinem letzten Einkauf gefunden habe. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, vegan zu leben oder euch generell dem veganen Leben anzunähern oder euch auch mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Vielleicht konnte ich ja euch ein paar Inspirationen zu veganen Snacks für unterwegs oder auch für zu Hause geben. Wie ihr gesehen habt, sind nicht alle Produkte, die vegan sind, immer gleich gesund oder schmecken komisch, grün und eklig, sondern auch einige Produkte, die wir eh im Alltag essen, wie zum Beispiel Oreo-Kleber
Schokokekse sind tatsächlich vegan oder die Ritter Sportschokolade. Schaut vielleicht im Alltag vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin und vielleicht möchtet ihr ja auch mal etwas darauf achten, normale Standardprodukte gegen tierfreie Produkte auszutauschen. Es schadet auf jeden Fall nicht, denke ich, wenn wir alle so ein bisschen mehr darauf achten. Wie gesagt, ich bin auch keine Veganerin und werde auch nie vegan leben, muss ich sagen. Aber ich finde es gut, wie gesagt, wenn man einfach mal ein paar Produkte austauscht gegen vegane Produkte. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt auch mal Lust, das auszuprobieren oder vielleicht einfach mal für eine Zeit so ein bisschen mehr darauf zu achten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ja mal eine andere Art von Video, die es so auf meinem Kanal noch nicht gab. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Also bis dahin, auf Wiedersehen.